Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es ein super einfaches Blechgericht mit Hähnchen, Kartoffeln, Paprika und Rosenkohl. Und wenn ihr sehen wollt, wie das gemacht wird, dann bleibt dran. Als Zutaten benutze ich 6-7 mittelgroße Kartoffeln, ein Paprikamix, das heißt eine gelbe, eine grüne und eine rote Paprikaschote, einen halben Beutel Tiefkühl-Rosenkohl benutze ich, weil ich leider keinen frischen gefunden habe. Dann habe ich 4 Hähnchenschenkel vom Knochen getrennt und eine Handvoll Cherrytomaten, einen Teelöffel Tomatenmark, 75 ml Buttermilch, 2 Zehen Knoblauch ungefähr, Salz, Pfeffer, Olivenöl und euer Lieblingshähnchengewürz. Das war's auch schon und wir können jetzt auch loslegen. Als erstes schneide ich das Gemüse. Dazu nehme ich die Kartoffeln und halbiere sie. Und dann nochmal halbieren. Also ich viertel die Kartoffeln und dann mache ich so mundgerechte, etwas größere, nicht zu kleine, nicht zu große Stücke. So, die Kartoffeln würze ich jetzt mit etwas Salz. Und etwas Pfeffer. Und ungefähr 1 Esslöffel Olivenöl. Das wird jetzt gut umgerührt. Und die Kartoffeln verteile ich jetzt auf der Hälfte von dem Backblech. Die Zwiebel schneide ich auch in grobe Stücke. Ich halbiere sie nur und dann nochmal so in kleinere Würfel. Das kommt in dieselbe Schüssel wie die Kartoffeln. Da werden wir jetzt die Zwiebeln und die Paprika mixen. Paprika schneide ich auch in größere Stücke. Das Gemüse würze ich jetzt auch mit ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer. Und mit ungefähr einer Zehe Knoblauch. Das wird wieder gut umgerührt. Das kommt jetzt auf das Backblech. So ungefähr auf ein Viertel oder ein bisschen mehr als ein Viertel. Ich kann das auch so ein bisschen verschieben hier. Ich teile das immer so ein bisschen auf, weil der eine mag halt nur Kartoffeln und keinen Rosenkohl oder nur Paprika und keine Kartoffeln. Deswegen, wenn es getrennt ist, kann jeder sich das nehmen, was er gerne mag. So, jetzt geht es weiter mit dem Rosenkohl. Ich nehme einfach nur den Rosenkohl, der ist leicht angetaut. Da kommen die Cherrytomaten zu. Wieder ein bisschen Salz. Pfeffer und ein bisschen Olivenöl. Das wird auch wieder gut umgerührt. Ich glaube, hier möchte ich auch ein bisschen Knoblauch dazu tun. Ungefähr eine Zehe Knoblauch. Ich schiebe die Kartoffeln jetzt noch ein bisschen zur Seite, damit hier ein bisschen mehr Platz für das Gemüse ist.
So, perfekt. Das Gemüsebett ist jetzt quasi fertig. Jetzt kann ich das Hähnchen darauf vorbereiten. So, das Gemüse ist jetzt fertig. Ich habe es so ein bisschen in Zonen geteilt. Die Hälfte habe ich mit Kartoffeln, ein Viertel mit dem Rosenkohl und das andere Viertel mit dem Paprikagemüse. So kann sich jeder das nehmen, was er gerne mag. Und es ist dann nicht gemischt. Ich habe jetzt hier die 75 Milliliter Buttermilch. Da tue ich jetzt mein Lieblingshähnchengewürz rein. Das ist schon mit Salz, deswegen ihr müsst halt gucken, wie euer Lieblingsgewürz ist, ob es vielleicht schon salzig genug ist, dann müsst ihr kein Salz hinzufügen. Ich werde jetzt kein Salz hinzufügen, weil meins salzig ist. So, ein bisschen Pfeffer noch dazu. Und ein bisschen Olivenöl, so circa einen Esslöffel, würde ich sagen. Das wird jetzt gut umgerührt. Ach ja, und dann habe ich hier noch die Tomatenmark. Die kommt natürlich auch dazu. Die Hähnchenkeulen, die vom Knochen getrennt sind, die tue ich jetzt auf das Gemüse so rauf. Ich bestreiche jetzt die Hähnchenteile mit der Buttermilchmischung. Es ist jetzt soweit fertig, es kann im Backofen. Ich werde jetzt nur noch ein bisschen Thymian rüberstreuen, damit es auch wunderbar riecht. Es duftet jetzt schon ganz toll. Das Blechgericht ist jetzt fertig, um in den Backofen zu gehen. Den Backofen hatte ich vorgeheizt auf 180 Grad. Und ich denke mal, dass es so 40 bis 45 Minuten backen wird. Im Anschluss sage ich euch nochmal die genaue Zeit. So, das leckere Blechgericht ist jetzt fertig und kann serviert werden. Es ist super lecker und es duftet hier auch wahnsinnig. Ihr müsst es unbedingt mal ausprobieren. Es ist super zu machen. Einfach alles aufs Blech und in den Backofen und fertig. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.